Hallöchen Leute, nicht erschrecken, ich bin Pyrmark und willkommen zurück zu Spyro 2 aus der Reignited Trilogy. So, ich bin hier in der Wintertundra, habe ein paar Sachen nochmal machen müssen, weil ich danach nicht gespeichert habe, nachdem ich diese ganzen Juwelen angesammelt habe und die Türen geöffnet habe und so weiter. Und ich habe hier oben auf der Mauer anscheinend ein kleines Secret gefunden, Fragezeichen. Da wollte ich nicht allein runterspringen, sondern erst, wenn ihr dabei seid. Das ist sicher ein richtig tolles Secret, da geht es auf jeden Fall nach Urwärts runter. Würde man da irgendwie wieder rauskommen? Nein, eh nur da runter. Okay. Dann schauen wir uns das einfach mal an. Nicht so schnell. Bitte sei überhaupt ein Secret und nicht, dass ich da einfach wieder... Ah, okay. Jo, passt. Das nehme ich. Und da ist Geldsack und schickt uns auf so eine coole Rennstrecke mal wieder wahrscheinlich. Ah, okay. Cool, cool. Ja, super. Ja. Da habe ich mir gedacht, wie ich auf der Wanderung gegangen bin. Ja, da muss noch irgendwas sein. Noch ein letztes Rennstreckenabenteuer, Spyro, ist gar nicht mal so teuer. Aha, wie teuer ist? Wie sicher, eine genau. Ich habe einfach die Antwort vorgelesen. Ein schneller Drache wie du hat das Geld sicher im Nu wieder drin. 200 Edelsteine, ja, die habe ich gerade ziemlich schnell gesammelt eigentlich. Das klingt fair auf jeden Fall. Kann ich da nochmal, da kann ich gar nicht tauchen. Okay, ist ja egal. Dann fliegen wir auf jeden Fall gleich mal zur Schluchtenstrecke, würde ich sagen. Dann gibt es doch nichts von den Levels, die ich vorher im letzten Part erwähnt habe. Naja. Das war schon ein bisschen länger her, dass ich aufgenommen habe, also. Und dann gleich so eine Strecke, das ist natürlich eine tolle Idee. Aber ich habe jetzt ja schon ein bisschen trainiert, wenn wir fürs Rumfliegen und so. Okay, da gibt es so Steinböcke, ja genau, Steinböcke, ganz klar. Da hat es mich fast runtergehauen. So, da unten ist auch noch, was ist das? Da steht ein Steinbock rum, da steht auch ein Steinbock rum. Dann bremse ich hier mal und warte, bis der neue Rennfahrer herkommen. Willi. So lange wollte ich eigentlich nicht warten, aber gut. So, das ist der letzte. Nein, das ist nicht der letzte. Ich mache das komplett falsch, egal. Und ich habe zwei verpasst, einfach so. Das heißt. Es ist eh alles gelaufen, denke ich. Achso, wir kommen halbwegs wieder an die Stelle, wo die Steinböcke waren. Ja, da ist einer und der andere ist aber dann in eine andere Richtung. Und ich weiß nicht, wo die Dinger sind, also. Da kommt einer. Da ist noch einer. Na gut, so, Steinböcke irgendwo hier vielleicht. Da war irgendwas. Da sind auch noch Falken oben. Okay. Ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen. Wir haben doch einiges zusammenbekommen. Okay, dann schaue ich, dass ich diesmal keine Rennfahrer verpasse, während ich hier. Andere Richtung. Ja, das ist schlecht. Naja. So, mal weg. Du bist weg. Du bist weg. Hallo, dann bin ich, ja. Okay. Den erwischen wir. Das mit dem nicht landen wird nichts, aber egal. So, und dann auf den letzten warten. Die sind wirklich so weit auseinander? Oder wo sind die? Dann sollten die normalerweise gleich da kommen, oder? Das ist eigentlich eh richtig, was ich gemacht. Perfekt. Jetzt die Geier, da wartet die Jäger. Also falls ich das nicht schaffen sollte, was ich ziemlich stark annehme, dann sind mal welche da. Also noch ziemlich viele. Einer noch. Jäger, hallo. Willst du mal nicht irgendwas Tolles zeigen oder so? Jäger! Warum hat denn's nicht geredet? Okay. War's der letzte Steinbock und dann hätte ich's gehabt. Hä? Was? Habt ihr das gehört im Hintergrund? Da war diese komische Animation und alles, was ich geschafft habe. Im Hintergrund, während es nicht da gewesen bin. Geht hier. Ernsthaft?
Ja, natürlich hört aber mal auf. Nichts passiert. Okay, machen wir halt so. Dann sehe ich den wenigstens hier direkt in der Tür. Dann haben wir ja eigentlich. Den brauchen wir auch noch. Ich habe ihn, alles gut. Ja, rennen wir dadurch. Jetzt hat er einmal aufzurennen, obwohl ich gar nichts habe. Vielleicht war das das Problem. Da war auch einer, okay. Fähigkeitspunkt erhalten. Okay, was habe ich gemacht? neuer Versuch, wir müssen noch zu Jäger. Diesmal verredet er hoffentlich auch mit uns. Mann, Mann, Mann. Das hätte es einmal schon geschafft, irgendwie. Nach der allerletzten Sekunde. Ich dachte, ich kann den Club nehmen. Ich dachte, jetzt bin ich voll sicher und fliegt direkt dahin, wo ich hin muss. Ah, dann flog ich wieder falsch. Warum so? Ja, so hört man das. So, also dann, Jäger, was hast du Schönes für mich? Du fliegst mit einem Flugzeug und ich muss hinterher fliegen, wahrscheinlich. Okay, Spyro, willst du mein Flugzeug ausprobieren? Ich hab's repariert und bin mir recht sicher, dass es nicht abstürzt. Cool, wenn es abstürzen wird, könnt ihr hier einfach aussteigen und okay, selbst fliegen. Spyro, hör gut zu. Ich werde das Flugzeug aus der Ferne lenken. Also musst du nur die Ziele mit dem Gewehr treffen. Drück Angriff zum Feuern, während du zielst. Oh oh. Verfehle kein Ziel, das klingt echt. Sind das meine Ziele? Und Ballons? Ich habe, glaube ich, fast einen verpasst. Ich wollte schon sagen, ich habe einen verpasst, aber. Dann doch knapp nicht. Aber Maus halt am Bildschirm noch drauf. Ich sehe gerade kein Ziel. Ach, da. Okay, das wäre echt krass. Nee, ich ziele eigentlich die ganze Zeit genau ab. Endlich auf schießen, ne Gott. Oh Mann, okay. Das finde ich nicht so prickelnd. Ich muss auch ein bisschen ver. Boah, so viel Länge kriegt man da vorbei. Zum Glück fliegt er danach. Ich dachte schon, jetzt war ich verkackt. Das, da geht er ziemlich schnell vorbei. Du hast alle Ziele getroffen. Das hast du deinem guten Piloten zu verdanken. Das glaube ich nicht. Das kann nicht gelingen. Das war eigentlich die ganze Zeit ich. Also bin ich wohl der Pilot. Tschüss. So. Das hat länger gedauert, als ich dachte. Ich bin hier. Also, nein, 10 Minuten. Ja, circa 10 Minuten bin ich hier drin und ihr seht nur einen Teil davon. Also, herzlichen Glückwunsch. Ihr müsst das Laden hier nicht ertragen. Und ich muss es euch nicht zeigen. Zum Glück. 4670. Das ist ziemlich viel und Geldzeug will nur 200 für das Ding haben. Okay, jetzt sage ich natürlich nicht nein. Wir verschweigen ihm unseren Reichtum und dann hat er schon Mitleid mit uns. Entschuldigung, warum muss ich abstoßen? Ich habe gerade gefrühstückt. Das ist natürlich. was haben wir hier? Ich bin gerade total überrascht. Ah, das ist der Tarnweg da runter. Ah, okay. Habe ich die Juwelen schon aufgesammelt? Okay. Ich hoffe zumindest, wie viele Filme da noch? 30 aus irgendeinem Grund? Irgendwo? Ach so, ja genau, ich war ja noch nicht auf dem Weg zum. Dorthin war ich noch nicht. Dorthin bin ich noch nicht gegangen. So. Genau, da liegen noch welche rum. Ich sehe, weißt du den Wert von Kugeln zu schätzen, Spyro? Das haben wir schon gelesen, so. Das sind wieder nicht alle ernsthaft. Da bin ich auch schon wieder. So, mir fehlen 6 Juwelen. Was soll denn das jetzt? Schon wieder. Wo ich die liegen lassen? Da habe ich schon probiert, ob ich rein kann. Das ging nicht. Ich habe vergessen, einen dieser Steine mit dem Kopfstoß zu zerstören, den ich im letzten Part eigentlich schon gemacht habe. Aber und da oben liegt auch noch einer rum. Oh, Mano. So,
Dann mache ich jetzt wohl mal das Level, das hier drin gewesen ist. Na ja, gut, dann geht es auflegen, damit ich nicht, so lange Eislaufen fahren muss, aber Schlittschuh fahren oder wie auch immer. Wolkentempel, den schauen wir uns jetzt einmal an. 1700, das ist eine gute Zahl. Den schauen wir uns schon noch an in dem Part. Was geht hier ab? Sag es mir, Wolkentempel. Es geht immer darum, dass irgendwer jemanden anderen auslacht. Das ist eine ziemlich schlechte Message, wenn ihr mich fragt. Ich war mal einer von Avalars mächtigsten Zauberern, bis der große Hexer da drüben meinen Zauberstab geklaut hat. Er und seine Freunde haben mit seiner Magie die Stadt eingenommen. Okay. Danke für den Tipp. Soll ich was dagegen mal tun, oder? Das ist eine ziemlich vage Behauptung, hier einfach mal. So. Cool, danke schön. Ich hoffe, wir verpassen nichts, aber hier scheint noch nicht viel verpassen zu können bei diesem Weg. Da habe ich mir schon was gedacht, dass die da nicht zustimmen. So, da muss ich auch genau schauen. Da ist nichts. Da muss man überall genau schauen und ich darf nicht vergessen, dass ich Sparks habe, der mir sagen kann, wo noch Juwelen versteckt sind. Das vergesse ich immer wieder. War das beim Originalen auch so? Das weiß ich leider nicht. Ich hätte jetzt das Feuer angezündet mit dem Ding, aber ich musste irgendwas anderes machen. Aber ich weiß noch nicht was. Also nehme ich das Ding einfach mal mit. Ich schieße es einfach mal ab. Das war wahrscheinlich nicht das, was ich tun muss, aber die lassen mir diese Dinge einfach da liegen. Ganz schön nett eigentlich. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Aber ich nehme gerne eins mit, wie gesagt. Irgendwann werde ich das doch schon rausfinden. Ich muss die Hölle immer wieder wegschießen, weil die wieder auf mich zukommen. So, da ist auch nichts weiter versteckt. Das ist so ein Raum. Okay. Speichern, das ist eine gute Idee. Da unten war ich gerade. Weg mit euch. Ich habe das Ding schon im Mund genommen. Ich weiß nicht wie. Was hat der gerade gemacht? Ah! Sehr gut. Ja, für ein Leben. Ich habe jetzt 35. Ups. Upsi. Was? Hä? Was war da hinterm Baum? Ein Schaf? Okay, naja. Du willst mir nichts mehr sagen. Okay, ja, ich helfe dir schon. Was gibt's denn hier alles zu tun? Hi. Was macht der? Ich hoffe, der knutscht nicht mich ab, so die ganzen Dinger gehen da rein. Die ganzen Gegner-Kugel-Dinger, die ich besiegt habe. Ah, darauf. Okay, 21 brauche ich dafür. Das bedeutet, ich muss noch ein bisschen was tun. Der Juwelen oben? Nein, okay. Dann passt es. Achso, das ist ein Schaf. Ah, Schaf war das da hinterm Baum. Okay. Hi. Kenn ich dich? Sollte ich dich kennen? Ich muss auf jeden Fall dieses 21er Ding da verwenden, damit ich hier weiter kann. Hier das Ding öffnen kann man nicht. So, das übergehe ich mal noch nicht. Okay, also was ist erstmal mit dir? Hallo? Ich bin Geheimagent. Ich gehe zu meinem Geheimversteck. Nur Mitglieder meines Geheimclubs dürfen da rein. Ich gehe erst, wenn du dich hinterm Baum versteckst und mich nicht siehst. Ich kann mich an die Mission erinnern. Oh, steck dich hinter dem Baum, Folgeagent 0. Oh nein, an die Mission kann ich mich an den originalen Sparrow erinnern. Der dreht sich ab und zu um oder so, glaube ich zumindest. Ja. Und er darf mich nicht sehen. Ich reicht das, wenn ich da hinten stehen bleibe. Das sollte ich auch noch warten, aber ich bin mir nicht sicher. Perfekt.
Okay, jetzt wollte ich ihn erst fahren, bevor ich die Dinger noch mache. An diese Mission habe ich keine guten Erinnerungen. Ich bin überhaupt verkackt. Außerdem hat er mich einmal entdeckt, also im Original Spyro 2, hat er mich einmal entdeckt, wie ich direkt, wie er über die Schlucht da gesprungen ist. Und dann ist er und ich in die Schlucht gefallen, das war ziemlich lustig. Ich glaube nicht, dass das passieren sollte, aber egal, so da sieht er mich auch nicht, oder? Nein, okay, passt. Ist das schon lange im Club? Ups. Perfekt. Easy. Du bist hergekommen, ohne mir zu folgen? Du musst auch ein Mitglied meines Geheimclubs sein. Nimm diesen Geheimdecoder, dann können wir uns geheime Nachrichten schicken. Das wäre echt Hammer. So, danke schön. Ich glaube, ich hatte viel mehr Probleme beim Originalen, weil ich vielleicht noch so schlecht war. Was ich jetzt auch noch bin, also ist das auf jeden Fall nicht der Grund. Na gut, Kopfstoß für ziemlich viele Juwelen. So, perfekt. Und dann machen wir uns auf den Weg zurück. Und dann holen wir die restlichen Juwelen, die wir da noch liegen lassen haben, weil wir super Geheimagenten nicht gefolgt sind. Zwinker. So. Oh, hast du da hinten was versteckt? Da ist immer irgendwas. Immer ein kleiner Fehler, aber das ist kein Problem, das war die Dinger noch stehen lassen, weil das hätte er ja gehört, wenn wir da durchgeprescht wären. So. Da komme ich wieder darüber, perfekt, das ist nett. Da oben wartet schon ein anderer Dude auf mich. Habe ich jetzt genug Gegner besiegt eigentlich? Ups. Noch nicht wahrscheinlich, aber das kommt jetzt. Kämpfst du jetzt gegen den? Na, okay. Perfekt. Double Kill. Machst du Spyro? Du musst da noch nicht hin. Wir müssten noch was anderes tun. Haben wir 22 Gegner? Haben wir immer noch nicht. Darauf können wir deshalb also auch nicht. Aha, aha. Ja, ich weiß ja schon, was du sagst, dass ich dir nicht genug Gegner besiegt habe. Dann muss ich halt erst kurz darüber fliegen und den einen besiegen. Oder zwei, oder wie viel wir noch brauchen. Zwei hatten wir noch gebraucht. Okay. Okay. Dann machen wir zuerst diese tolle Geheimmission. Freeze haben wir hier. Okay. Unsere mystischen Glockentürme wurden von Trollen überrannt und die Glocken haben seit Tagen nicht geläutet. Mein Feuerzauber hat die Trolle nur wütender gemacht. Okay. Dieses Superfrost-Power-Up wird sie abkühlen, aber wir müssen die Glocken unbedingt läuten. Sie läuten, wenn du gegen sie stürmst. Aha. Friede Trolle ein, stimme gegen die Glocken, um sie zu läuten. Das ist ganz klar. Das hatte ich auch vor. Einfrieren. So, das habe ich doch schon zu bringen bekommen. Hallo. So. Da kann ich mir das Power-Up nur wiederholen. Okay. Muss ich die da runterhauen oder so? Keine Ahnung, warum ich das nochmal anfangen sollte, aber ist auch egal. Da kommt nicht alles. Da habe ich natürlich an die Wälder sehen. Nee. Darum ist das so hoch, weil er gesprungen ist. Okay, das war ein Glockenturm. Ah. Na dann warten wir, bis er dort ist, würde ich sagen. Okay, und jetzt? Ah! Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich nicht richtig nicht abschieße. Ups! Das ist natürlich eine bessere Höhe, das lassen wir schon eher gefallen. Du möchtest sicher eine Kugel für deine Hilfe. Tut mir leid, es ist noch eine Glocke übrig. Du erreichst sie mit dem Wirbelwind hinter mir. Okay, letzte Glocke. Wirbelwind hinter dir. Achso, Idee dahinter, okay. Hab jetzt kurz nicht gesehen. So, der Typ rennt da im Kreis. Das mache ich einfach auch mal. Ich brauche das lieber alles zuerst mal. So,
du stehen bleiben? Das wollte ich dich eigentlich haben, aber na gut. Egal, kein Problem. Dann holen wir uns das alles zuerst. Rennwetter. Das wird sich nicht ausgehen, nehme ich einfach mal an. Kommt nicht auch so rauf. Alter! Okay. Das geht sich aus. Locker. Und das auch, okay. Danke, Spyro. Hätte nicht gedacht, dass du es schaffst. Hier, etwas aus dem Souvenirladen der Wolkentempel. Cool. Noch mehr Kugeln. Ich weiß noch nicht, wofür ich die dann brauche. Wahrscheinlich, um zurückzukommen in meine Heimat und so. Das war, da war ja auch noch was. Apropos, da war ja auch noch was. Da sollte nicht ausgehen. Da komme ich aber auch nicht hin. Ah, okay, dann bleib du mal stehen. Kann ein paar Waffen irgendwie loswerden. Ich glaube nicht, dass ich direkt jetzt anzünden kann. Du bleib mal hier stehen. Ah, jetzt habe ich sie rausgefunden. Bloß zu spät. Nein, was mache ich denn? Das kannst du nicht sein. Ja, genau. Ah, so. Jetzt muss ich mal Power-Up loswerden, bitte. Oh Mann. Ziemlich schlecht. So. Das ballert dann das da unten ab. Okay, ja, gut. Das sind noch zwei Kisten oben. Sehr gut. Ja, gut, okay. Oh. Perfekt. Das freut mir. Darauf. Okay. Und dann muss. Und der Rest, danke, 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 danke für den Rest. Ach ja, zum Plus wahrscheinlich. Ah. War Leben verloren, hör damit. Geht's weiter? Ah ja. Okay, dann los. Ich bin bereit. Wenn du es bist, ich trödel da nicht die ganze Zeit rum. Das ist der Endboss. Du stehst natürlich schon da hinten. Spyro, du hast unsere Stadt aus den Klauen dieser bösen Hexer befreit. Bitte nimm diese Kugel. Ich sehe voraus, dass sie dir bei deiner Reise helfen wird. Kugel? Okay. Achso, ja stimmt, der kriegt mal keine Talisman mehr. Er tut nur warum, aber ist ja auch nicht so schlimm. Alle Kugeln, ja, aber mir fehlen noch zwei Juwelen, die ich wieder irgendwo liegen lassen habe. Box, sag mal, wo es ist, wo sind. Ganz vergessen, aber ich hab's rausgefunden. Am Anfang oder wie? Kommt er wieder hin? Ja, okay. Zu gütig. Ich schaff's überall Edelsteine liegen zu lassen. Immer einfach so hin. So lange will ich nicht gehen. Noch weiter am Anfang, ernsthaft. Warum? Warum hast du das da liegen lassen? Jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal gehen. Hier.
brauche den Weg gar nicht gehen. Ich kann einfach hier Level verlassen. Machen wir das einfach mal. Wow. Okay. Das lief ja ganz toll. Nein, tust nicht. Okay, das ist lustig. Das passt. Das ist... Ja, das ist ganz okay. 5.100. Wow. Nimmt Geld uns den zum Schluss noch ab. Ich glaube, der will dann irgendwie alle Juwelen, die wir haben, für irgendwas anderes Cooles, dass wir die ganze Zeit fliegen können oder so. Naja, von mir aus. Zum Schluss brauchen wir sie nicht mehr. Dann brauchen wir noch 2 Level. Spyro, was wird dann fangen? Okay, die werden einfach nur ziemlich dunkel, weil wir Level sind. Okay, das sehe ich ein. Das hat ziemlich gut ausgeschaut. Naja. Dann haben wir ja noch 2 Levels vor uns, glaube ich. Da im Handbuch wird es nicht stehen, aber wir haben 89%. Vorher hatten wir 79, bevor ich hier die ganzen Juwelen nochmal geholt habe. Das gibt einmal die Roboterbaum, was? Roboterbauernhof. Und dann war drin noch irgendein Level, wo uns der Professor reinlassen hat. Und da oben wartet der Ripto eigentlich schon die ganze Zeit auf uns, aber für den haben wir jetzt erstmal keine Zeit. Wir müssen noch ein paar Levels machen. Aber dann erst im nächsten Part. Das ist was erstmal mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss jetzt aber leider weggehen, was drin ist zu erledigen. Also tschüssi!